Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht ja, wir haben jetzt hier wieder einen Marine-Hubschrauber. Und Tim Drache ist auch wieder dabei. Das Problem ist nur, ich muss mir wieder Sorgen machen, wenn ich mit dem fliege, dass ich wieder die Arme oder Beine irgendwas im Gips habe. Aber wir sammeln jetzt Vorräte ein für unseren Motorradclub. So. Da ist schon die erste Pulle. So, mal gucken, wo das ist. So, Stelle markiert. Wir sind immer noch nicht viel weiter mit dem. Also ab und zu könnt ihr ihn vielleicht mal hören. Aber ich muss mal gucken, wie ich das jetzt genau anstelle, damit man die Mitspieler hören kann. Wie ihr mitkriegt, bin ich auch noch erkältet. So. In eigener Sache, solange wir fliegen und nichts machen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt oder euch das auch gefällt, was wir hier verzapfen, für einen Blödsinn oder Mist, ist egal wie wir es nennen, dann drückt doch auf die Glocke, damit der Kanal ein bisschen wächst. Ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, dass wir auf mindestens 500 Abos kommen, damit wir in die nächste Rubrik rein können. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr möchtet, und auch gerne einen Kommentar, egal in welcher Form, positiv, negativ, damit wir wissen, ob wir da auch alles richtig machen. Tim Drache stürmt schon wieder vor. So, wer fährt, du oder ich? Ich wusste es jetzt. So, bin ja mal gespannt, ob wir überhaupt noch Vorräte haben, wenn wir da ankommen. Schauen wir mal. Kommen wieder ein paar Böse hinter uns her, da, ja. Ich habe nur in den Reifen geschossen, sonst habe ich nichts gemacht. So, was haben wir denn da drin?
Pisswasser. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht haben wir auch Schnaps drin. Ich weiß es nicht. Aber ihr seht ja, Tim hat immer noch nicht mehr Autofahren gelernt. Hier ist ein Bunker, aber nicht unserer. So, Ware abgeliefert. Naja, das Umschalten dauert immer ein bisschen länger. Aber jetzt sind wir in unserer Motorradwerkstatt. So, dann lasst uns mal in unser Büro gehen. Oder Besprechungszimmer. Wo bin ich denn jetzt? Oh, haben wir verlaufen. Hier muss ich ja hin. So, dann wollen wir mal gucken, was für eine Mission wir hier haben. So, was haben wir denn hier für Missionen? So, was haben wir hier? Clubhausmission abgeschlossen. Haben wir keine neuen Aufträge? Doch den da, oder? Wir haben gar keine Aufträge hier. So, Verluste. Oh, hier haben wir ja viele Kollegen verloren. So, umsehen. Aha. Na dann. So. Aber es sind keine Aufträge da. Ich weiß nicht, warum nicht. Sonst sind doch... So. Gibt es denn nur diese normalen Aufträge, die wir schon alle erledigt haben? Ja, aber das kann ich alles nicht auswählen hier. Ja, das ist... Tja. Hier gibt es keine Missionen für uns. Warum auch immer. So. Das brauchen wir nicht. So. WS. Ah, jetzt habe ich sie, glaube ich, oder? Nee, den haben wir schon. Den haben wir auch schon. Verlass das Clubhaus. Okay, ich habe einen Auftrag für uns gefunden. Wo steckst du denn schon wieder? Schöne Wand. Ah, dann bin ich ja schon. You ever heard of the Duggins? Bunch of rich assholes own the diamond? They're all... Oh, ist aber weit weg. Komm, wir gucken mal auf der großen Karte in der Zeit, wo Tim fährt. Das ist bei unserem Nachtclub. Hier ist unser Nachtclub nämlich. So. Wahrscheinlich schneide ich das dann so, dass ihr
gar nicht viel von der Fahrt mitkriegt. So, dann machen wir jetzt hier mal einen Schnitt und dann bin ich gleich wieder mit Tim bei euch. So, wir haben den Weg ja rausgelassen. So, wir sind jetzt am Ziel. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir hin müssen. Nach da oben? Das kann schon sein. So, auf das Dach von meinem Nachtclub. Der Weg war also uninteressant, den haben wir dann, habe ich rausgeschnitten. Und jetzt gucken wir mal, dass wir weiter hinkommen. Dem Drache muss natürlich wieder vorstürmen und sofort losballern. Meiner findet die Leiter nicht, doch er findet sie. Okay. Müssen wir die Hubschrauber klauen oder was? Ich suche den Container. Wir müssen den Schlüssel finden, ne? Hast du den Schlüssel noch nicht gefunden? Wo habe ich denn den Trennschleifer?
Muss ich das Motorrad nehmen oder was? Und dann das Motorrad dranhängen? Ja, ja. Bist du sicher, dass du den fliegen möchtest? Na gut. Warte, wo müssen wir hin? Ich markiere. Beim Casino. Hey, make sure this thing don't get all scratched to shit, okay? Easy does it, do it easy. Du musst höher. Oh ja. Hinten sieht man das Casino ja schon. Da müssen wir das abliefern. So. Über den Dächern. Von Windward. Aus der Sicht hier. Von mir. So, sind gleich da. Das schneide ich natürlich jetzt nicht raus. Das ist ja jetzt was Interessantes, hoffe ich mal. So, da habe ich ja die Gelegenheit, wenn ihr das weiter mit uns sehen wollt, drückt einfach mal auf die Glocke. Lasst einen Kommentar da, ob negativ, ob positiv. Es wird alles beantwortet. Es kann ein, zwei Tage dauern, bis eine Antwort kommt, weil ich auch nicht immer am Computer bin. Und wenn ihr möchtet, einen Daumen hoch. Und ihr könnt euch uns auch gerne weiterempfehlen. So. Jetzt mal gucken, dass er den Container da in den gelben Kreis kriegt. Flieg weiter.
besten zum Motorradclub. So, Auftrag erledigt. Und damit fliegen wir jetzt wieder nach unserem Club. So. And it looks like. Aber ich würde sagen, wir lassen die Folge hier dann enden im Flug, weil bis wir jetzt da sind, das ist ja nur noch so ein bisschen geradeaus fliegen und dann landen. Ich berichte euch morgen von der, oder nicht morgen, aber beim nächsten Mal von der Landung. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Bleibt uns gewogen, bleibt bei uns. Das ist unser größtes Ziel. Wie gesagt, bleibt gesund, schönen Tag noch, schönen Abend noch, schöne Restwoche. Bis bald, euer Donny.